Einen Tag im Schnee, diesmal im Skigebiet Sulden am Ortler. Und mein besonderer Gast heute ist Gustav Töni. Ja, macht Gustav Töni heute nach seiner erfolgreichen Rennkarriere mit Höhen und Tiefen das Skifahren noch Spaß? Wohl, eigentlich schon, weil ich fahre eigentlich noch gerne Ski. Sicher muss das Wetter und der Schnee passen, wenn schön Wetter ist und so, dann macht es doch immer noch Spaß. Das glaube ich auch, denn du wohnst ja in der Nähe eines wunderbaren Skigebietes. Gehst du auch mit deiner Familie? Du hast ja 3 Töchter, manchmal Skifahren. Jawohl, das freut mich ja sicher. Momentan eigentlich fahre ich da mehr mit den Enkelkindern, weil die sind jetzt gerade im richtigen Alter. Ein paar sind schon größer und so. Und die schätzen sehr, dass sie mit dem Opa Skifahren dürfen. Und da macht es auch noch mal mehr Spaß. Ja, die sind ja natürlich richtig stolz auf den Opa, gell? Wenn sie in der Schule erzählen, heute war ich wieder mit dem Opa Skifahren. Und welches Alter empfiehlst du, Gustav, an die Eltern, die uns jetzt zuhören? Man sollte schon bis mindestens 3 Jahre sollten sie schon sein. Und so haben jetzt auch am Anfang mit 13, mit 3 Jahren angefangen. Und zuerst geht es vielleicht nicht so, macht es nicht so viel Spaß, aber man soll sie nicht unbedingt zwingen. Wenn es wichtig ist, dass es am Anfang Spaß macht und dann geht es von alleine weiter. Genau, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Gibt es auch andere Sportarten, die dir gefallen, außer Skifahren? Ich gehe gerne wandern und das macht auch sehr viel Spaß. Früher bin ich auch sagen wir, Rad gefahren und sonst damals in der Mannschaft und so haben wir auch Fußball und Korbball und alles Mögliche gespielt. Hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich eigentlich zufrieden, noch gemütlich wandern zu gehen können und auch mit den Gästen im Sommer und im Winter mit den Schneeschuhen. Das macht, sagen wir, ist auch schön. Dann habe ich heute mal die Ehre, mit einem richtigen Ski-Ass Ski zu fahren. Lieber Gustav, als Skilehrer-Kollegen, darf ich heute mal sagen, dass ich hinter dir fahre, gell? Lass mal's rocken. Lass mal's los. Gustav, danke dir! Ja, Gustav, was braucht es denn eigentlich, um gut und sicher Ski zu fahren? Ja, um gut Ski zu fahren, sicher. Man muss es zuerst lernen, vor allem, wenn es möglich ist, für die Kinder aus. Also als Junge, da lernt man es sehr leicht. Vielleicht, vor allem ist wichtig, dass man es zuerst schon gut lernt, vielleicht mit dem Skilehrer, dass ein Skilehrer die richtige Position und so zeigt und dass man mit denen anfängt. Weil was man als Junge lernt, das vergisst man nicht. Und schlimm ist, wenn man anfängt, auch selbst aus eigener Initiative, dann eignet man sich bestimmte Fehler an und die bringt man dann auch später nicht mehr weg. Natürlich ist es besser, wie wir gehört haben, dass man als Kind schon anfängt. Aber es ist nie zu spät, Skifahren zu lernen. Auch wenn man schon ein bisschen älter ist, gibt es die Möglichkeit, das zu erlernen. Ja, sowieso, auch wenn man älter ist. Dann ist es vor allem dann ist sehr wichtig, dass man mit dem Skilehrer anfängt. Das zeigt einem schon, dann lernt man es doch sehr schnell, weil jetzt mit neuem Material und so geht das alles viel, viel leichter als wie früher mit den ganz langen Skiern. Und dann kann man auch mit einem gewissen Alter schon ruhig werden. Ich kenne Leute, die auch schon mit 40, 50 angefangen haben zu Skifahren. Was hat sich denn am meisten verändert von früher in deiner Zeit, in den 70er Jahren und heute? Ja, was sich am meisten verändert hat, ist sicher das ganze Umfeld, aber die Ausrüstung, angefangen von den Schuhen, die nicht mehr so wehtun wie früher, sind angenehm. Auch die Skier, die kürzere Skier. Gut studiert auch für die Anfänger, die leicht drehen und nicht so schwer sind.
Und dann vor allem auch die ganzen Präparationen, wie die Skipisten, wie wir sie heute haben. Früher wurde sie nach dem Schneefall einmal getreten und so blieb sie dann die ganze, bis zum nächsten Schneefall blieb sie so mit Buckel. Und jetzt sind alle, jeden Morgen sind die Pisten schön flach gewalzt und man tut sich viel leichter. Wann hat denn der Gustav angefangen zu Skifahren? Die Skier habe ich. Mein Opa hat mir die ersten Skier selbst noch gemacht, aus zwei Holzbrettchen, und die haben wir aufgebogen. Und mit denen bin ich halt dann gestartet, ein bisschen vor dem Haus und ein bisschen in der Wiese und immer dann weiter. Und dann hat man so langsam dann, wenn Schulalter gekommen ist, dann sind wir alle zusammengefahren im Dorf, die Skilehrer und so, hat man von denen ein bisschen abgeschaut. Und mein Vater hat mir auch gute Ratschläge gegeben und so hat es dann angefangen. In den 1970er Jahren ging es dann mit seiner Skikarriere steil nach oben. 1972 Gold bei den Olympischen Winterspielen in Sapporo. 1974 Weltmeister im Riesentorlauf von St. Moritz. 1976 Silber bei Olympia in Innsbruck. 4 Gesamtweltcupsiege, 24 Siege bei Weltcuprennen. Nach seiner Karriere war er zudem lange der persönliche Trainer von Ski-Ass Alberto Tomba. Das Thema Ski ist für Gustav Töni noch lange nicht abgeschlossen. Alljährlich anlässlich der Skitestwoche in Sulden trifft er auf ehemalige Mitstreiter und heutige Athleten. Bei diesem Stell-Dich-Ein der Skistars, sportbegeisterten Fach- und Medienleuten, wird das Material für die kommende Wintersaison getestet, begutachtet und ausprobiert. Um es kurz zu sagen, man trifft sich unter Gleichgesinnten zum Spaß am Skifahren. Der Vater dieser Skitestwochen ist Tausendsasser Paul Hanni. Ja, lieber Paul, und die Skitestwoche findet seit 1984 statt. Was kannst du mir über die Geschichte dieser Skitestwoche erzählen? Ja, 1984, wenn ich mit Roland Töni und Gustav Töni mit dem Chefredakteur des Skimagazins Heinrich Körner die Woche ins Leben gerufen habe, habe ich nie gedacht, dass das diese Dimension annimmt. Paul, du bist ja sozusagen der Gesellschaftsbär hier bei der Skitestwoche und generell in Sulden. Welche Promis waren hier? Welche Weltmeister hast du schon gesehen und hier nach Sulden gebracht? Also, das Thema fängt an mit Lea Gurschler 1975. Und wir waren Freunde, aber wenn es um die Werbung ging, dann hat die Freundschaft ein Ende gehabt. Nicht? Er hat Hubschrauber gehabt, er war einziger Sohn von 1300 Hektar. Nicht? Und ich bin nach Sulden gekommen mit nichts außer einem schlechten Ruf. Und dann habe ich einfach versucht, Leute nach Sulden zu bringen, wie Thomas Gottschalk, dann auch den Michael Jackson, nicht? Der war 3 Tage 2001 da, dann die Wirtschaft, wie der Schrempjürgen von Mercedes davor sind, Hubert Burda vom Burda Verlag, der Chef, Jürgen Totenhäfer. Und so mittlerweile habe ich die meisten Bosse kennengelernt und man kann ja nur was umsetzen, wenn ich das Geld und die Macht dazu habe. Und 1986 ist mir gelungen, das Sportstudio nach Sulden zu bringen. Das war, wenn der Reinhold Messner alle 14 Achttausender bezwungen hat. Nicht? Und wie er da im Basislager in Kathmandu gehört hat, das ist Sportstudio von Sulden aus, dann hat er gesagt, jetzt ist er narrisch geworden. Also, jetzt ist er nicht mehr ganz gesund. Also wir haben das Sportstudio durchgezogen und die haben heute noch einen Artikel im Sack von der Dolomiten, wo steht 100%ige Einschaltungsquote in Südtirol und in Deutschland über 9 Millionen.
nicht der Dramen halt Filme machen. Wie lange kennst du den Gustav schon? Ja, ich kenne ihn wahrscheinlich gegen in die 80er Jahren mehr kennengelernt. Anfangs 80. Logisch kennt man ihn schon, wie er Skifläufer war. Nicht, wie er Weltmeister wurde. Und also ist auch eine enge Freundschaft daraus ja, entstanden? Ja, würde ich schon sagen, weil er, was er für Sortlergebiet gebracht hat und immer noch bringt, das kann man mit Geld nicht zahlen. Was verbindet eigentlich den Gustav Töni mit dem Skigebiet Sulden? Ja, eigentlich sehr viel, eigentlich indirekt, weil gut, mein Vater hat hier auch schon Skilehrer gemacht, als ich noch ganz klein war. Und da ist man auch ab und zu mitgefahren und hat eigentlich schon von vornherein eigentlich mit Sulden, vor allem jetzt in der letzten Zeit, auch mit der Skispaßwoche, Skitestwoche, ist man immer hier gewesen. Und auch wir von Trafoya aus, ab und zu mit unseren Gästen kommen wir nach Sulden und fahren hier Ski. Und das ist sicher eine Abwechslung auch für unsere Gäste. Und in Sulden da, ich bin ja eigentlich sehr gut angesehen und die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen da. Sulden ist wohl ein bisschen seine zweite Heimat geworden. Und wenn er wieder einmal dort auftaucht, scharen sich Einheimische und Gäste um ihn. Also Gustav, du wirst natürlich immer noch erkannt, auch von jüngeren Menschen. Und das ist toll so, da freut man sich, gell? Ja, sicher, das ist sehr schön. Und man freut mich auch im Sommer, wenn sie vorbeifahren und so. Das macht doch, sagen wir, beeindruckend, dass es nach so vielen Jahren noch so viele Leute gibt, die alle meine Erfolge wissen. Und was verbindet dich mit Gustav? Also ich glaube, Gustav ist nicht nur eine Skilegende. Ich kann mich zurückerinnern, als ich noch in der Volksschule war, sind wir einfach vom Unterricht abgehauen, um nach Hause zu gehen und das Skirennen von Gustav anzuschauen. Wie ein Kind war natürlich die Südtiroler Rennfahrer ein Riesenvorbild für mich. Gustav Töni, Herbert Blank und Erwin Stricker, wie sie alle geheißen haben. Bei einer Landesmeisterschaft in Trafoya sind wir zu gut geheißen, dann ist der Gustav Töni in die Nationalmannschaft eingezogen worden. Das ist für ihn so einfach ein Idol gewesen. Ja, der Gustav Töni, den müssen wir unbedingt kennenlernen. Und auf einmal haben wir da in Südtirol ganz vorne in Grenoble, fährt da die Bestzeit. Das war für uns natürlich so eine Freude. Und der Skisport von dort nach oben ist so schnell gewachsen. Und man hat es halt im Fernsehen immer bewundert und als kleiner Bub wollte es halt irgendwann einmal so Rennfahrer werden. Und dass ich dann selber mal Vize-Weltmeister bin und ihn da also regelmäßig trifft, das macht mich schon ein bisschen stolzer. Ja, also mit den einfachen Mitteln, was zur selben Zeit gewesen sein, das ist einfach einmalig. Und was er geleistet hat, ist für mich bis heute noch einfach noch das Größte einfach. Man hat ja auch immer schöne Erinnerungen. Ich denke, auch du, an was erinnerst du dich besonders gern in deiner Karriere? Na, es war eine sehr schöne Zeit. Wir waren eine tolle Gruppe. Haben damals eigentlich, es war vielleicht auch nicht so extrem wie jetzt. Man hat es auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Man hat auch ab und zu gefeiert und so. Und das war eigentlich unter die ganze Gruppe. Die waren alle dabei, von Blank angefangen bis zum Stricker und die ganzen anderen, wie Gross und wie Chiesa. Die sind alle einfach miteinander wieder mal gefeiert. Und es war eigentlich vor allem im Sommertime, auch beim Trockentraining oder so, haben wir wieder mal einen Ausreißer gemacht und ging dann auch sehr, sehr lustig her. Wir haben erst vor kurzem mal einen Film von dir angeschaut, also von einer Abfahrt von dir. Das ist ja Wahnsinn. Das war ja richtig kriminell damals, wenn man das vergleicht mit den Abfahrten von heute. Auch heute sind sie sehr schnell mit vielen Sprüngen. Aber was hat sich im Rennsport generell von früher auf heute verändert? Nein, man hat sehr viel verändert. Ich meine schon, wie du schon angesprochen hast, die Filme von damals, die Präparation für die Pisten ist schon mal in erster Linie, was dazu beitragen hat, dass sich die ganze Entwicklung so entwickelt hat wie jetzt. Weil die Präparation früher haben wir es mit Schuhen getreten und dann mit den Skiern getreten. Die Pisten waren eigentlich war gut präpariert für die damalige Verhältnisse, aber trotzdem war alles huckelig und eingebrochen teilweise, je nach Schneemenge, teilweise auch Löcher wie große.
Und das gibt es heute eigentlich nicht. Heute ist die Piste alle perfekt präpariert mit Kunstschnee. Und dann, was noch viel verändert hat, sagen wir, vor allem die Zäune, die Sicherheitszäune. In der Hinsicht sind waren wir schon ein bisschen Kamikaze, weil die haben ein paar Strohballen hingestellt und die waren meistens dann gefroren. Und haben dann auch nichts genutzt und wo sich auch dann viel verändert hat, das ganze Material, von den Schuhen angefangen bis zu den Skiern, auch die Bindungen und alles, das hat sich alles sehr verändert. Es ist zwar schneller geworden, überall schneller, vor allem auch die Slalom, Riesenslalom, auch die Stangen, alles zusammen hat sich komplett verändert. Gibt es auch schlimme Erinnerungen, Verletzungen, an die du dich... Ich persönlich bin eigentlich immer glimpflich davongekommen. Ich habe eigentlich kaum verletzt, außer ein paar Prellungen oder Verstauchungen. Aber eigentlich, bin ich immer gut davongekommen. Das Erlebnis Winter hat sich seit damals grundlegend geändert. Material und Ausrüstung hat sich im Vergleich zu früher um vieles verbessert. Der Wintertourismus sich zum wichtigen Marktzweig entwickelt. Der Gast ist anspruchsvoller geworden und das Angebot an Skianlagen hat in unserem Lande für jeden etwas. Gustav, und was kann man tun, damit man den Skilauf attraktiv erhält bzw. die Jugend fördert, diesen tollen Skisport auszuführen? Es gibt schon viele Sachen, die den Skisport eigentlich animieren, vor allem die Karten, dass Jugendliche nicht zahlen auf die Lifte und so. Das ist sicher ein großes Plus für das heißt vor allem für die Eltern. Aber es ist halt auch wichtig, dass die Eltern dahinter sein und das ausnutzen und die Kinder auf den Schnee bringen, ihnen Skifahren lernen. Und dann werden sie sehen, das macht Spaß. Und auch mit der ganzen Familie Skifahren zu gehen, ist auch immer eine schöne Sache. Ja. Wir werden jetzt hineingehen in die Madridschütte, einen warmen Tee trinken und ein bisschen rösten. Gustav, ich möchte natürlich auch ein bisschen etwas Privates von dir erfahren. Du führst einen Familienbetrieb. Seit mehreren Generationen gibt es das Hotel Schöne Aussicht. Zusammen mit deiner Familie führst du das Hotel. Erzähl uns ein bisschen etwas. Wie ist dein Alltag? Wie läuft dein Tag bei Gustav Töni ab? Ja, die Familie ist sicher dabei. In erster Linie die älteste Tochter, die führt eigentlich jetzt das Hotel. Ich bin zwar auch immer dabei und meine Frau, wir helfen alle zusammen. Ich, sagen wir, normaler Tag, vielleicht im Sommer, bin ich dann meistens der Erste dort im Hotel und mache alles auf und schaue ein bisschen beim Frühstück, alles herzurichten. Dann meistens gibt es Wanderungen oder dass man mit den Gästen einen Ausflug macht oder mit ihnen wandert, betreut. Und im Winter ist dann auch umgekehrt, dann geht man halt Skifahren meistens mit den Gästen ein bisschen oder bin auch wieder im Hotel und schaue, dass alles funktioniert. Ein bisschen auch Hausmeister einsetze, auch weil wenn es kaputt ist, ist immer Gustav gefragt. Und dann auch zum Schneeschuhwanderungen. Da kommt alles immer. Man, es ist nie langweilig. Es ist nie langweilig und natürlich, du bist ein Opa, der seinen Opa-Job liebt. Viel unternimmst du mit deinen Enkelkindern und machen viel mit dir. Ja, sowieso. Das ist sicher das Wichtigste und Schönste mit ihnen. Dann im Winter ein bisschen Skifahren gehen. Sie kommen alle zu mir und sagen, Opa, lernen uns Skifahren. Und die Eltern sagen schon, dann sagt er, ja, komm, sag mir du was ich falsch mache oder nicht falsch mache. Er fährt zwar schon gut Ski und es ist sehr, mir macht Spaß. Zum Spaß gehört natürlich auch das gemütliche Beisammensein auf einer Skihütte, um einen wunderschönen Tag im Schnee zu verabschieden. Und in diesem Sinne, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bis zum nächsten Mal in einem anderen Skigebiet mit einem neuen Überraschungsgast.